Hallo und herzlich willkommen bei Sinnesstark, dem Podcast für Mamas von einem Kind mit Sinnesbehinderung. Mein Name ist Nicole, ich bin deine Gastgeberin. Schön, dass du da bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du Mama von einem Kind mit einer Sinnesbehinderung bist oder eine Mama unterstützt, die diese Herausforderung erlebt, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Verharren im Alltagstrott und in der vermeintlichen Sicherheit aus Angst vor Veränderung. Darüber möchte ich in der heutigen Episode von Sinnesstark mit dir sprechen. Gewohnheiten geben uns allen Sicherheit und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Das Leben erscheint planbar und außerdem glauben wir zu wissen, dass sowieso nichts Besseres nachkommt. Diesen Spruch hast du sicher auch schon einmal gehört. Aus Angst, dass wir es uns also verschlechtern, bleiben wir da, wo wir sind. Wir nehmen die Unzufriedenheit und den Frust in Kauf und arrangieren uns damit, dass es ist, wie es ist. Das ist immer noch besser, als einen Schritt zu machen und ihn danach zu bereuen. Genau das beobachte ich gerade ganz intensiv in meinen 1:1 Beratungen. Und das ist auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, darüber muss ich in meiner nächsten Podcast-Episode sprechen. Menschen bleiben also in destruktiven Gewohnheiten hängen. Sie bleiben stehen und wagen diesen ersten mutigen Schritt zur Veränderung nicht. Was ist, wenn das Beste noch vor dir liegt und auf dich wartet? Was hält dich davon ab, etwas anzugehen und nachhaltig zu verändern? Und warum macht es vor allem auch Sinn, sich in solchen Situationen jemandem anzuvertrauen? Vor circa einem Jahr habe ich die Entscheidung getroffen, mich in ein intensives Jahrescoaching zu begeben. Ich habe erkannt, dass es für mich allein schwierig ist, weiterzukommen. Vor allem, weil es in meinem Umfeld niemanden gibt, der ähnliche berufliche Ziele verfolgt wie ich. Jemanden, der da ist, wo ich hin will, dem ich auf diesem Weg folgen kann und von dem ich auch noch lernen kann. Mein Wunsch nach Veränderung galt in erster Linie dem Beruflichen. Mit einem Schulkind hat sich in meinem Alltag als Working Mom so einiges verändert. Ich wurde und werde viel mehr gebraucht und mehr als das ist es mir wichtig, als Mama da zu sein und mein Kind mit seinen Herausforderungen zu unterstützen. Dieses Jahr im Rückspiegel betrachtet, kann ich sagen, es war eine gute Entscheidung loszugehen, den ersten Schritt zu machen und diese kraftvolle Entscheidung für mich zu treffen. Auch wenn ich zu dieser Zeit oder gerade weil ich zu dieser Zeit keinen Plan hatte, wie ich mein Ziel erreiche und was dafür alles notwendig ist. Wege entstehen beim Gehen und zu Beginn reicht eine Entscheidung völlig aus. In einem Lebensbereich etwas anzugehen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Bereiche, weil wir uns immer als Mensch im Gesamten verändern, unabhängig von den verschiedenen Bereichen, in denen wir werken und wirken. Doch warum ist es für viele Menschen so schwer? Warum haben so viele Menschen Angst vor Veränderung? Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Das hat schon Heraklit festgestellt. Und dennoch ist genau diese Veränderung gefürchtet. Warum? Ich habe mir darüber ganz intensiv Gedanken gemacht und folgende Theorie dazu aufgestellt. Die meiste Zeit gehen wir Menschen im Autopiloten durch unser Leben. Das hat einen relativ simplen Grund. Es spart Zeit und Energie. Unser Gehirn liebt außerdem Routinen und Gewohnheiten, weil es dann genau weiß, was es zu tun hat und wie es zu reagieren hat. Alles voll automatisiert.
Alles andere würde zu viel Energie verbrauchen und dann wäre unser Alltag, so wie er jetzt ist, auch einfach nicht zu bewältigen. Was du also einmal gelernt und für dich erprobt hast, das machst du weiter und es wird zur Gewohnheit. Gut, dass wir nicht jeden Tag darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Zähne putzen. In anderen Bereichen macht es aber durchaus Sinn, Gewohnheiten, sich und die eigenen Gewohnheiten zu beobachten und sie auch zu hinterfragen. Aber wie entstehen diese Gewohnheiten überhaupt? Woher kommen sie? Und was bestimmt, was wir für möglich und was wir für unmöglich halten? Du bist Mama und du bist Ehefrau und Partnerin. Du bist Tochter, du bist Schwester, du bist Freundin, Angestellte und noch so, so, so viel mehr. Du warst auch einmal Kind und als Kind wurde dein Bild von der Welt hauptsächlich und sehr tief geprägt. Du hast Erfahrungen gemacht, die Welt Stück für Stück erobert und dir ein Bild davon gemacht. Du hast erfahren, dass manches funktioniert und gut ankommt, dass du gelobt wirst. Anderes wiederum funktioniert nicht. Du hast vielleicht auch Ablehnung oder Verurteilung erfahren. Die Summe all dieser Erfahrungen nenne ich gern die Weltbrille. Sie beinhaltet alle deine Erfahrungen, das, was du für wahr und für möglich hältst, das, was du glaubst, das für dich in diesem Leben möglich ist und was auch nicht. Die eine und ultimative Wahrheit, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die gibt es nicht. Wir nehmen das, was rund um uns passiert, durch den Filter unserer Erfahrungen wahr. Wir erkennen, was uns bekannt ist. Das Neue und das Unbekannte, das wird oft nicht erkannt und wahrgenommen. Wenn du also nicht bewusst darüber nachdenkst, was dir wichtig ist und was du wirklich willst, wirst du sehr wahrscheinlich Ideale verfolgen, die nicht unbedingt deine eigenen sind. Veränderung, wie auch immer sie sich ergeben und wie auch immer sie entstehen, unterbrechen genau diese liebgewonnenen Routinen und Gewohnheiten. Das ist am Anfang mit einem natürlich höheren Energieaufwand verbunden. Gleichzeitig ist oft ungewiss, ob es funktioniert, ob wir das Ziel, das wir vor Augen haben, jemals erreichen. Es braucht also Fokus und vor allem neue Routinen und Gewohnheiten und ganz, 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 ganz viel Übung. Da ist es hilfreich, sich jemandem anzuvertrauen, um die Ausrichtung nicht zu verlieren, um dran zu bleiben und weiterzumachen. Ich bin mir übrigens ganz sicher, dass dieser Podcast nicht entstanden wäre ohne diese intensive Betreuung im ganzen letzten Jahr. Das Leben ist sozusagen oder so gesehen ein Trainingslager. Ich finde diesen Gedanken super, weil er den Druck rausnimmt und die Endgültigkeit unserer Entscheidungen. Immerhin vergessen wir ganz oft, dass wir uns immer wieder neu entscheiden können, wenn das notwendig ist. Was denkst du über deine Familie? Was denkst du über dich als Mama? Was denkst du über dein Kind? Welches Bild hast du von deinem Kind? Und woher kommt dieses Bild? Wodurch wurde es geprägt? Und ist das wirklich so? Was denkst du über dich und dein Leben? Hast du schon einmal gefragt, was dieses Bild von deinem Leben beeinflusst und wie es entstanden ist, woher es kommt? Hat es vielleicht auch etwas mit dem zu tun, was du als Kind und als Jugendliche erlebt hast? Sind es die Ideale unserer Gesellschaft oder auch die Vorstellungen deiner Freundinnen und in dem Umkreis, in dem du dich bewegst? Aus meiner Erfahrung liegt der Schlüssel für langfristige Zufriedenheit und inneren Frieden darin,
sich innere Bilder und Vorstellungen bewusst zu machen und sie gegebenenfalls neu zu denken und an deine Werte und Vorstellungen anzupassen. Es ist wichtig zu wissen, wer du warst, was du für die Wahrheit annimmst und das zu überprüfen. Ist es wirklich immer noch so? Was wurde dir vorgelebt? Was hast du vielleicht auch übernommen, bewusst und unbewusst? Das, was uns aufhält, weiterzugehen, hat meistens relativ wenig zu tun mit dem, was gerade ist. Vielmehr wirkt sich unsere Erfahrung aus der Vergangenheit aus. Das, wie in der Vergangenheit mit Veränderungen und Umbrüchen umgegangen wurde, auch in einer Zeit, in der wir noch nicht wirklich Einfluss darauf hatten. Was sind also deine Werte? Was ist für dich wichtig? Worauf legst du ganz besonderen Wert? Richtig oder falsch und schwarz oder weiß gibt es für mich nicht mehr. Der Großteil des Lebens spielt sich in der Grauzone ab und in dieser Grauzone gibt es unzählige Möglichkeiten und eine enorme Vielfalt. Das, was du für richtig hältst, das bestimmst du für dich. Dein Richtig ist genau richtig für dich. Eine andere Frau und Mama sieht das vielleicht ganz anders. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Wir Mamas müssen und müssen, verwende ich tatsächlich nicht sehr oft, aber in dem Fall müssen wir aufhören, unsere Erfahrungen, Wünsche und Sehnsüchte auf unsere Kinder zu übertragen und für uns selbst losgehen, für unsere Träume, für unsere Wünsche und unsere persönliche Definition von einem glücklichen und erfüllten Leben. Damit unsere Kinder frei sind, ihr Leben nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten und zu leben. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und dich fragst, wie du deinen Weg finden kannst, falls du dir Unterstützung auf diesem Weg wünschst oder Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne jederzeit per Mail oder über Social Media. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, dann folg mir gerne auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich, wenn wir uns auch dort sehen. Danke, dass du mir heute wieder dein Ohr und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinen Gedanken und Fragen inspirieren und vor allem auch ermutigen, deinen ersten Schritt zu gehen, auch wenn du vielleicht im Moment noch haderst. Die nächste Episode Sinnesstark erscheint in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn du mir auch dann wieder dein Ohr schenkst und ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Nicole.